Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ich bin euer Ferrobo und ja, wir sind immer auf der Suche nach Schwarzhand Rico. Ich wollte ja eigentlich zur Folge eine längere Folge machen, aber weil ich schon gesehen habe, dass wir jetzt wirklich wieder zurücklaufen müssen, habe ich mir gedacht, nee, kein Bock. Also machen wir einfach zwei Folgen daraus. Dafür haben wir noch eine Erinnerung an den Vater bekommen. Machen wir mal. Und ich kann Heiligtümer jetzt sogar fertig. Ja, ganz neu. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit so groß? Manchmal echt ein bisschen. Sind wir auch. So. Wie konnte ich überhaupt nicht entscheiden? So, oben, unten. Wie ich zu Schwarzhand komme, ne? Auf jeden Fall schon mal Licht. Licht unter dem Wasser. Der Affen töten bringt mir nichts. Die Punkte oder so. Wir hierher, Rico. Hermes volle Höhle. Ich habe auf jeden Fall mein Geistding aktiviert. Eine Menge Pfeiler. Aber gut, das ist jede Menge. Ist sehr viel Brandpfeile. Okay. Mal Feuerpfeile gegen ihn einsetzen oder was? Ein Durchgang. Versperrt. Wenn ich die Schale entzünde, finde ich vielleicht einen Weg. Deswegen also. Quatsch! Ein Controller ist fast leer. Okay. Später wohl drum kümmern müssen. Oder wir kümmern uns jetzt eben schnell drum. Abdruck. So. Okay, der Controller liegt direkt neben der PlayStation, das merke ich. Ja. Ein Spiel jetzt abgeschlossen. Gefühlt ist gerade meine Konsole eingefroren. Okay. Warum? Also ich habe jetzt ein Sitters-Laufwerk auch, ne? Okay, irgendwie hackt es gerade. Was ist mit meiner Konsole los? Ja, ich weiß, ich habe Assassin's Creed drin. Warum darf ich nichts bedienen? Ich mich gerade, was ich mit dem Controller nehme. Und jetzt? Ah, jetzt geht's ja gerade irgendwie. Bindungsproblem scheinbar. Habe ich so auch noch nicht gehabt bis jetzt. Da habe ich immer das Problem, dass ich auf die scheiß Ladestation den Controller nicht hinkriege. So, gut, jetzt können wir endlich weiter. Blech. So, ach, hier ist wieder so ein Sonderareal. Oder wie? Ich komme nicht mehr zurück, oder? Interessant. Na gut. Schauen wir mal. Und Ich brauche Licht. Wie kann ich Feuer machen? Mit Brandpfeilen? Vielleicht mit den Brandpfeilen. So. Öl habe ich sogar bekommen. Was habe ich? Brennöl?
Normal, ne? Reserve. Und bis jetzt. Oh, hier hängt einer. Vorräte waren jetzt nicht wieder mit. So. Noch ein Lagerraum. So. Vorräte. Okay. Hey. So. Ja, die Herausforderung, jede Schale hier zu entzünden. Auch gibt auch. Was? Inventar ist voll, okay. Ich darf nicht mehr looten. Wenn ich voll bin. Sonst. Na gut, dann ist das halt so, ne? Einer? Ach, da darf ich wieder looten. Okay, aber wo geht's weiter? Der ist hier weiter, ne? Jemand hat eine Schriftrolle vergessen. Hier gab es wirklich einen Schatz, aber mit diesem verstauchten Knöchel komme ich nicht wieder raus. Es fühlt sich an, als würde ich schon tagelang hier unten mit den Affen festsitzen, mich immer verfolgen, mich in der Dunkelheit beobachten. Ich hätte Kashiras Geschichte nicht glauben sollen. Weil hier sind goldene Buddha und so weiter. Zu haben schon ja. Oh. Der muss jetzt den ganzen Quatsch hier hingetragen haben, ne? Deswegen. Ja, machen wir mal Licht hier, ne? Mal, was wir hier so finden. Ein Äffchen. Ah. Da geht's weiter. So. Das letzte, was ich sah, waren Gesichter voller Hass, Wut und köstlicher Angst. Danach löste sich die Welt in Tropfen aus Licht und Schatten auf und versank nach und nach in tiefer, allumfassender Finsternis. Und es folgten Jahre der Pein. Ich habe gelernt, die kühle, feuchte Dunkelheit zu lieben. Aber die Erinnerung an die Geschichte befeuert meine Seele. Noch ist Zeit für Rache. Ich werde ihre Schmerzensschreie genießen, wenn es soweit ist. Auch wenn ich ihre zerfüllten Gesichter nicht mehr sehen kann. Ich glaube, die Dingsums hatten nur ein bisschen überlebt. Ich muss sagen. Aber der Kollege ist noch. Mal glatt vermuten.
Oder nicht? Weil Inventarfall? So. Und hier mal hoch. So. Hat schon mal auf jeden Fall Stimmung hier. Kann man ja ganz klar sagen. Also manchmal in unserem Ziel näher. Hier leuchtet es ja wenigstens. Ja, wir sind schon echt an unser Ende angekommen zu sein. Ich sah euch in meinen Träumen. Zeigt euch. Ein weiterer Jäger, der auf meine Rüstung aus ist und auf die Macht der Sarugami. Schwarzhand Riku, ihr lebt noch. Nein, ich wurde wiedergeboren. In der Dunkelheit. Okay, unser erstes Duell. DLC. Gespannt. Ihr seid blind. Das ist kein würdiger Kampf. Nein, ist es nicht. Wieso kann ich den nicht blocken? Knapp, aber Sarugami-Rüstung, durchdrungen von der Kraft eines fürchterregenden Affengeists, bringt ihren Besitzer dazu, Risiken und Gefahren einzugehen. Daheim ein zuverlässiger Schutz gegen die Feinde des Sarugami. Sieht ein bisschen doof aus, aber hey. Was würde ich sagen, was kommen wir hier? Verstärkt dich in der Fähigkeit zur Perfekten. Zeit zu verschwinden. Ich habe wenigstens ein paar Pfeile, ein paar Haftbomben und so. Oh. Ein bisschen was ausgehalten, würde ich mal behaupten. Ein bisschen was ausgehalten. Okay, scheint nichts mehr zu sein. Okay. Ist da irgendwie sowas? Das war schon. So, Erkundung. Echos. Rote Farbe, okay. Ja, liegt hier ab, ja. Herausforderung, ja. Körper den Geist des Affen auf. Das heißt, ist jetzt die Aufgabe? Nein, das wollte ich nicht. So. Die Medizin überleben, Geschichte, weiter die Legende, befreie Eki. Miki ab.
Mein Vater ist ab, okay. Oh, okay, gut, dann können wir einfach so weitermachen. Ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass man irgendwie so eine Aufgabe hat. War gut. So. Und. Jo, was passiert? Er ist hier drüben! Die Rüstung passt gut zu euch, mein Herr. Ihr seht ganz aus wie der alte Riku. Kashira, solltet ihr nicht gerade Geistergeschichten in Phones Zuflucht erzählen? Gebt die Rüstung her. Und zwar schnell. Ich muss pissen. Hab's mir für Rikus Leichnam aufgespart. Riku gehört euch, die Rüstung jedoch mir. Verdammter Samurai. Ja. Aua. So. Kommst du runter oder nicht? Tja, wie cool. Sarugami ruht immer noch in der Rüstung. Fluch und Segen zugleich. Aber war eigentlich ganz cool. Die Höhle ging echt lang eigentlich. Nur mal sagen. Ich krieg schon ein bisschen Salz. Schön. Der Typ hat ja echt mehr Leute gehabt als erwartet. Viel mehr Leute. Ach komm, hat so genau was für mich. Zack, war Freud. Nicht viel, aber hey. Ist als gar nichts. So, und hier kann ich das Duell auch nochmal wiederholen. Okay. Ach ja, ich kann die Rüstung jetzt verbessern. Wir haben noch die Pferderüstung. Dann können die Reisen, dann können wir das machen. Oh, nochmal. Uns das doch mal an. So, wo ist denn der Rüstungsschmied? Haltet eure Freunde stets nah und eure so. Rüstung in bestem Zustand. Und kaufen noch ein Upgrade. Mein bestes Werk. Noch ein Upgrade. Und noch ein Upgrade. Und schon haben wir die Rüstung komplett. Was hat die Rüstung jetzt für einen Effekt? So, der Hauptdruck ist ein Affe drauf, ey. So, normales Parieren ist deaktiviert. Die perfekte Parade wird eine Kette von drei Angriffen und perfekten Ausweichen wird. Was? Die perfekte Parade wird zu einer Kette von drei Angriffen und perfekten Ausweichen wird zu einem Angriff, der Gegner blendet. Entschlossenheit sind um einen gewaltigen Wert erhöht. Das klingt schon mal gut. Verlängert das Fenster für Ausführung von perfekten Paraden und perfekten Zeichen um einen Wert. Okay. Wenn wir uns angucken, wie die hier so vorher aussah, ne? Alle. Hoffentlich lebt ihr lange genug, um wiederzukommen. Ich hab einen scheiß Affe auf meinem Kopf. Sieht bescheuert das Fuck aus. Ich muss mal anmerken.
Hier haben wir auch noch ein bisschen, ne, Dunkelheit. Aber ist eigentlich okay. So, Pferdchen. Was ist mit dir? In die Richtung, ja. In die, okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Mal schauen, was wir da so haben. Müssen wir noch ein Dorf befreien oder so. Vorne ist zwar eine Blume, aber die ist keine Blume, sondern nur auf, ja. Giftfall, ja. Habe ich zwar nie benutzt, aber hey. Geist von Iki nennen Sie ihn. Mir ist er allemal lieber als ein Dutzend Samurai. Okay. Oder sollen wir dann lieber das beim nächsten Mal machen? Hallo. Schön, dass du mich heute. Ich habe auch nicht ausgegeben, ne? Gerade. Winzer. Gut, jetzt hätte ich gerne die Höhle nochmal, ne? Die geheimnisvolle Höhle und und plündern, so, weißt du? Die Höhle reisen und plündern? Könnte ich theoretisch. Könnte ich wirklich theoretisch. Ja, die Grenzbucht. Keine Ahnung, haben wir zwar gemacht, aber wahrscheinlich hat die das hier mit zu tun. Da hat mich. Gut, egal. Haben wir die andere Legende? Kann noch eine Aufgabe. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir es erst in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao.